Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich glaube, ich bin jetzt schon seit 4 Wochen oder so krank. Aber es ist halt nicht richtig krank, sondern nur so angekränkelt. Irgendwie. Ja, aber trotzdem. Ich bin aus Versehen auf den A-Knopf gekommen. Aber Pikachu freut sich, das ist doch schön. Ja. Was wollte ich sagen? Also ich muss nicht mehr so viel husten wie das letzte Mal, weil das letzte Mal war schon ziemlich viel. Da habe ich auch ein paar rausgeschnitten. Jo, und ich habe mir eben gerade nochmal die letzte Aufnahme angeguckt, konnte aber nicht so ganz daraus erkennen, was ich jetzt noch machen wollte, genau. Und ich habe gesehen eben gerade, dass eine, in Anführungszeichen, etwas größere Unterhaltung stattgefunden hat bei meinem Let's Play, bei dem 30er Part hier, wegen dem sogenannten Mew Glitch. An sich verfolge ich das Ziel, nicht alle Pokémon zu fangen. Von daher, da hat aber noch irgendjemand geschrieben, dass ich das irgendwie doch noch machen könnte mit irgendwie der rot- oder blauen Edition. Ich habe aber nur die gelbe, von daher drauf geschissen. Ich hole halt einfach so viele Pokémon. Also ich versuche, so viele Pokémon wie möglich zu fangen. Ich gehe aber extra nicht auf Suche nach denen. Also wenn das jetzt zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie vor den Top 4 stehe oder so, mir fehlen noch 10 Pokémon. Und sagen wir jetzt mal, das ist ein, ach Gott, wie heißen denn diese Geist-Pokémon? Da gibt es so eins, das sieht aus wie so eine Sonne, hat so ein bisschen Nebel drumrum. Nebulak? Ist das Nebulak? Ich weiß es nicht. Und dann gibt es ja noch so ein lilanes Ding, Schattenteil oder sowas. Zum Beispiel die. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich danach suchen sollte, wo ich die herkriege. Und da mache ich mir auch gar nicht die Mühe. Sondern ich fange halt das, was mir über den Weg läuft. Ja, Punkt. genau. Mir wurde gesagt, hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Wir sind ja hier oben durch so ein komisches, Ding. Durch so einen Tunnel gelaufen. Und, der Tunnel war hier unten, oder? Und da wurde ja gesagt, ja, einige Leute haben hier Sachen verloren. Und da liegen anscheinend unsichtbare, hier, schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Habe ich ja gesagt, habe ich nichts gesehen, aber anscheinend liegen da irgendwie so unsichtbare Items rum. Deswegen werde ich mal gleich A zu spammen, indem ich da durch, also während ich hier durchlaufe. Und, genau, ich hoffe mal, dass es kein Echo gibt, weil ich habe den Fernseher ein bisschen lauter gestellt, weil irgendwie ist seit Anfang der Woche mein rechtes Ohr dicht. Ja, deswegen habe ich eigentlich nur linkes Hörvermögen und muss halt deshalb ein bisschen lauter stellen, aber ich hoffe mal, das ist okay. So. Ich hoffe mal, das funktioniert überhaupt so. Aber oben müsste, glaube ich, vor dem Ausgang jetzt, der gleich kommt, müsste eigentlich was links... Okay, es geht nicht. Ich bin jetzt etwas verwundert. Anscheinend hat das nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Jetzt mache ich das abwechselnd. Ich bin itemgeil. Ich will wissen, was hier liegt, weil hier liegt ja anscheinend was. Weil die Dame das ja gesagt hat. An der Wand ist doch nichts, oder? Ich mache jetzt hier nochmal. Könnt ihr sehen, wie scheiße ich synchronisiert habe. Hä? Hier liegt nichts.
Ja. Pikachu. Hier liegt nix. Oder ist es echt an der Wand? Ja, Miep. Ah! Ein X-Spezial. Alles klar. Dann weiß ich schon mal, dass das so funktioniert, wie ich das hier mache. Aber irgendjemand hat mir geschrieben, dass oben vor der Tür, also oben neben dem Eingang was liegen will, aber da lag nichts. Oder vielleicht, wenn ich den Eingang anklicke, das kann natürlich auch sein. Also ein Item haben wir gefunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier zwei liegen. Weil ja so viele Leute schon was hier verloren haben. Nein! Ah! Top-Genesung! Warum habe ich das denn eben nicht gefunden? Ich lasse das... Oder? Oder kann ich irgendwas... Habe ich irgendwas, was ich benutzen kann? Trank, Gegengift, Paraheiler... Fluchtseil, Äther... Helix-Fossil. Ach, das muss ich zu dem einen Mongo da bringen. Pokéball, Aufwecker, Bootsticket dürfen wir nicht weghauen. Angel, Radcoupon. Was macht denn das? Es ist noch nicht an der Zeit, dieses zu benutzen. Okay. Ja gut, dann lass mal Top-Genesung da oben liegen. Ist wahrscheinlich, oder? Ich muss mal gucken, was das war. Ja, und zwar habe ich ein tolles Spiel gefunden, was sehr viel Spaß macht. Wurde mir von jemandem in der Schule empfohlen. Und zwar ist das, oh Gott, wie heißt das? Music Pop 2 oder sowas. Da muss man Lieder erraten, gegeneinander. Macht voll Bock. kriegt man dann so ein kleines Liedchen. Ein kleines Liedchen, so ein Liedschnipsel vorgespielt. Und den muss man so schnell wie möglich erraten. Und entweder stehen da 5 Titel von dem Lied oder 5 Interpreten. Und dann muss man dann so schnell wie möglich den richtigen auswählen. Macht voll Bock. Bin ich voll am Suchten momentan. So. Ach genau. Ah. Natürlich. Ich wollte mir das Fahrrad holen. Deswegen habe ich mich hier hingestellt. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal im Poké Center. Center? Da. So. Und zwar habe ich jetzt hier was vor. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Eigentlich schon, aber gleich erst. So, verbinde. So, jetzt tun wir mal ein paar Items ablegen, die wir nicht brauchen. Paraheiler lasse ich mal. Fluchtseil bleibt auch. Ah, ist ja nur eins. Der Äther ist, glaube ich, auch so ein Heilding. Helix-Fossil. Könnte ich eigentlich ablegen. Aber wahrscheinlich ist dieser komische Typ, zu dem wir das hinbringen sollen. Nicht irgendwo in der Stadt, sondern irgendwo in der Pampa, wo es dann keinen Markt gibt in der Nähe. Deswegen lasse ich das mal noch hier. Die ganzen TMs, weiß ich nicht. Aber das X-Spezial. Check ich eh nicht, was das ist. So. Dann möchte ich gerne eins aufnehmen. Und zwar das KP Plus. Okay. Gar keines mehr. Und Bills PC. Und jetzt haue ich mal ein Pokémon von uns in das Lagersystem. Einfach mal Glumanda. So. Und jetzt will ich mal gucken, ob uns die Dame draußen das Chicky gibt. Hallo. Weißt du das? Nee. Umweltbewusst, bla bla bla. Dann war das hier unten die Olle.
Ich habe einen Shiki gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiki richtig erziehen können. Nein, vielleicht dürfen wir es haben, wenn wir den Arenaleiter besiegt haben. War ja, hab jetzt einfach mal ausprobiert, konnte ja sein, dass die Frau genau gesehen hat, du hast ja schon 6 Pokebälle bei dir an deinem Gürtel hängen. Ja. So. Dann nehmen wir Glumanda mit. So. Dann möchte ich jetzt gerne noch das... Ach, das geht nicht. Das KP Plus benutzen. Jetzt weiß ich nur nicht, für welches Pokémon das eigentlich ganz geeignet wäre. Jetzt gucke ich mal hier. Smetbo und Alex sind beide auf einem Level. Alex hat aber weniger KP. Okay. Level 15, Level 15. Hier zum Beispiel Glumanda hat weniger KP als der Dave. Obwohl die auf dem gleichen Level sind. Dann haben wir noch Dennis und Lars. Lars hat auch mehr KP. Obwohl der Level niedriger ist. Deswegen, ich glaube, ich gebe das dem Dennis. Dennis hat 48. Und Glumanda hat 38, ist aber 3 Level drunter. Und Dave ist Level 41. Ja, hier, guck mal. 19. Ich glaube, ich gebe das Dennis, weil ich glaube, Dennis ist da so in dem Sinne der Schwächste. Ich mache das jetzt einfach und ihr werdet euch jetzt die Haare aus dem Kopf reißen und denken, was macht ihr da? Aber ich gebe es dem Dennis. Das ist gestiegen. Auf was denn? Das war doch 48 vorher, oder? Um 1! Dafür habe ich mir jetzt einen Kopf gemacht, oder was? Ah! Gut. Um 1. Um 1. Achso, ich wollte mir doch das Nugget mitnehmen und das auch noch verticken. Mal gucken, wie viel dazu gibt. Stimmt, 5000 oder so. Nein! Das ploppt so langsam auf. So. Item aufnehmen. Das Nugget. Wir könnten mir ja sagen, was dieses X-Spezial macht. Und wenn das X-Spezial nicht für immer ist, also wie jetzt zum Beispiel, was war das denn eben, was ich da gegeben habe? Dieses Gesundheitsding, wo Dennis plus 1 an KP bekommen hat. Genau, wenn das nicht sowas für immer ist, dann werde ich das wahrscheinlich verkaufen, weil ich das im Kampf eh nicht benutze. Außer wenn es jetzt was ist, was irgendwie die Energie wieder voll auflädt. Aber ich denke einfach mal, das tut nur irgendeinen Spezialwert erhöhen oder so. Deswegen schreibt mir das mal in die Kommentare, damit ich weiß, dass ich das Ding verkaufen kann. Sonderbonbon behalte ich und Mondstein auf jeden Fall auch. Weil Mondstein ist ja Entwicklungsgedöns und Sonderbonbon einfach nur ein Level, in Anführungszeichen einfach nur ein Level up. So. Dann gehen wir jetzt noch fix in den Markt. Der war hier unten, ne? Ja. Und verticken da das Nugget. Hallo, kann ich behilflich sein? Verkauf. Ganz unten müsste das sein, ne? Ein Nugget. 5000! Habe ich eben gesagt 5000? Geil. Ich habe sehr, sehr gut, in Anführungszeichen, sehr, sehr gut gegessen. Und zwar habe ich mir so ein Fake... Oh Gott, wie heißen die Dinger denn? Fake... Curry King, so heißen die. So ein Fake Curry King vom Lidl gegessen. Und einen Moment. South Carolina Salat. Das ist so ein Salat, Nudelsalat mit Paprika und Fenchel. War ganz lecker. Ich hatte keinen Bock auf Kartoffelsalat.
Deswegen habe ich mir den geholt. Und das war doch eine ganz gute Idee. Ich gehe irgendwie voll gerne bei Lidl einkaufen. Besonders in dem Dorf, wo... Also nicht bei mir im Dorf, weil wir haben Lidl nicht. Wir haben nur so ein kleines Dorflädchen, was so Edeka-ähnlich ist. Also die haben Sachen vom Edeka.